Yannick, du hast einen tollen Leistung gebracht gegen den Gogi. Ja, ein schwerer K.O. Super Sache. Jetzt in Richtung Amerika, hast du Lust? Also Lust auf jeden Fall. Ich boxe auch gegen jeden. Ich will nach oben. Und ich denke, als richtig deutscher Mann kann ich auch mit dem Trainer gut nach oben holen. Okay. Es ist gesagt worden, im November, Dezember, in der 50 Cent Show, 6 Runden, zusammen mit Rasulov. Der Vater ist mit bei, Hartmut. Habt ihr das im Griff zeitlich? Und boxt er vorher nochmal oder soll er vorher nochmal boxen? Oder gehen wir direkt nach Amerika? Also zeitlich schaffen wir es auf jeden Fall. Wir haben ausreichend Zeit, darauf hinzutrainieren. Schön wäre, wenn wir noch den Aufbaukampf vorher hätten. Aber es muss nicht sein. Aber wir nehmen auf jeden Fall den Kampf mit. Okay. So, nach dem 6-Runden-Kampf, der ist ja gedacht, sozusagen um die US-ID zu bekommen, um die US-Medical zu bestehen. Danach soll eine Interconti-Championship stattfinden, in Panama vielleicht in Deutschland. Denn gibt es ja ein Angebot von Bajsan Gurov. Du hast bis jetzt gesagt, ja, würde ja machen, aber in der Ukraine boxt ich der nicht. Derzeit nicht. Erzähl mal bitte, was deine Meinung ist, was eure Meinung dazu ist. Also meine Meinung ist dazu, in der Ukraine sind gerade wegen den heutigen Stand ein bisschen kritisch da einzureisen. Also von mir aus würde ich auch auf neutralem Boden, entweder Deutschland oder Amerika, wirklich auch keine Probleme viel damit haben. Gut. Hartmut, deine Meinung? Ja, ich würde sagen, Panama kennen wir. Wir würden uns freuen, dort wieder zu boxen. Aber eben Ukraine lehnen wir ab, ganz einfach. Sagt uns jetzt gar nicht so, wir müssen einfach bei so einem Kampf müssen wir einen freien Kopf haben und da zeigt Deutschland oder was. Aber grundsätzlich hast du dich schon mal befasst mit dem Bajsan Gurov. Liegt er dir? Ich denke, dass der über den Berg ist. Kann man eine Chance in den oder wollen wir mal probieren? Naja, denn wenn es passt, wenn der Standort jetzt passt, also wenn es in Deutschland ist oder wenn es in Amerika ist, wollen wir machen? Also, naja, was heißt über den Berg? Er ist immer ein Weltmeister und er ist schon ein starker Junge. Hat er ja nicht nur die IBO, sondern die WBO-Weltmeisterschaft auch erreicht. Ist ein Puncher ist er nicht. Und ja, ob er ein Percher ist oder nicht, aber trotzdem kann er boxen. Der ist an der Weltspitze hoch und man muss immer darauf achten, was man für Gegner bekommt und wir stellen uns darauf gut ein. Ich habe den richtigen Trainer an meiner Seite und mit denen schaffen wir alles. Gut. Aber wir sind interessiert, wenn es passt, den bei Sangura vernünftig einen vernünftigen Ort zu boxen. Ja, selbstverständlich. Hauen wir rein. Und dann, wie gesagt, 50 Cent Show, 6 Runden mit Saphir zusammen. Toi, 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 Nick. Und komm mal zu dir wieder. Dankeschön. Danke. Super. Danke. Jetzt sind wir.